Oh. Wow. Ja, blöd wäre, wenn... Wahrscheinlich, wenn uns der paralysiert, während wir auf diesen Dingen drauf stehen, dann brechen wir wahrscheinlich dann nach unten. Deshalb sollte das nach Möglichkeit nicht passieren. Dann töten wir die auf jeden Fall alle. Zum Glück haben wir ja schon so einen guten... Wow. Das war... Nein. Okay, verstehe. Also das ist blöd, wenn mir sowas passiert. Huch. Ja, das ist, war jetzt reine Dummheit von mir. Es tut mir leid, Leute. Das kann manchmal passieren. Ne? Ihr kennt mich ja. Mich und meine Verpeiltheit. Ich muss ja auch aufpassen, dass ich beim Runter... halt hier beim Zuschlagen nicht versehentlich runterrutsche. Und mir alle... wow. Und mir alle Knochen brechen. Jetzt wäre ich schon wieder fast beim selben runtergefallen. Nein, da kann man nicht hoch. Geh mal da raus. Hier hoch und... Oh. Moment, das... Alter. Ich töte euch. Boah, Alter. Was ist das bitte? Tötet alle Vögel. Also diese Bösen. Die guten Vögel, die können ruhig kommen, aber die Bösen... Ich kann diesen Schwarm doch nicht... Alter. Stellt euch vor, ich hätte hier keine Leben. So wie in den guten alten Spielen. Ich würde durchdrehen. Ja. Gut, die Vögel sind alle tot. Etwas schimmert im Gestrüpp. Ackerhelf, die Greifenklaue. Yay. Schön. Ja, mit der Greifenklaue können wir jetzt hier über diese Flächen rauf. Das ist praktisch, dann und wann. Das eröffnet uns jetzt so viele neue Wege. Klapp, 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 klapp. Ich hasse diese Vögel. Alter, komm her. Ich töte dich. Ja, da kannst du schon schießen, du blöder Vogel. So, endlich ist er tot. Boah, diese nervigen Vögel. So, eine Kiste. Eine Wunderknolle. Ach, Gott sei Dank, ja. Gut, mit den Greifenhaken-Dingens, da können wir jetzt wieder ganz viele Orte erreichen. Wer sich erinnern kann, es gibt hier massiv viele Orte, die wir damit erreichen können. Da müssen wir nicht mehr rein, da waren wir schon. Aber die Frage ist jetzt nur... Welches, was sind das für Orte? Also ich vergesse das jetzt definitiv wieder alles. Oder ich weiß das nicht mehr. Es kann also sein, dass wir die Hälfte der Items, die wir eigentlich sammeln sollten, vergessen. Ah, la, 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 la. Ja, wir klettern hier gemütlich nach oben. Während uns diese Schlammdinger beschießen. Hoffentlich kommt da kein Vogel, weil sonst fallen wir wieder ganz nach unten. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, jetzt ist die Frage, waren wir da schon drin, ne? Gucken wir mal rein. Na, sieht eher unbekannt aus. Wir schwimmen hier rüber. Haha. Alter, diese Vögel. Macht mich nicht wahnsinnig, Vögel. Vögel? Ah, ich weiß, wo wir sind. Ja, das kenne ich. Jetzt ist nur die Frage. Moment, jetzt. Ich guck mal kurz, ganz kurz. Wahrscheinlich, wenn wir hier runtergehen. Hui! Flop. Ach so. Nee, jetzt sind... Okay, jetzt sind wir da. Gut, komm, da klettern wir schnell nach oben. Lass mich in Ruhe. Ich verpasse wahrscheinlich trotzdem so viel. Sorry, Leute. Aber das ist leider sehr verwirrend, das Ganze. Weil ich weiß jetzt nicht, wo ich schon war und wo nicht. Und ich muss ja immer aufpassen, weil wenn ich hier einfach herumstreife, ich verschwende ja wertvolles Inventar. Meine Items. Ja, aber ihr seht natürlich, mich trifft alles. Ja. Nicht nur die gefährlichen Gegner, mich trifft der wirklich alles, was mich nur treffen kann. Wie zum Beispiel der Geoblaster, ja. Zum Glück zieht das nichts ab, wenn mich der trifft, weil sonst wäre es sowieso schon lange Geschichte. Und die Vögel, die halten ja sowieso viel zu viel aus. Und die haben viel, ein viel zu großes Bewegungsrepertoire. Das finde ich überhaupt nicht okay, dass die viel können. Wieso dürfen die das? So, dann springen wir natürlich nach unten und schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Hey, oh, eine Ranke, da gehen wir natürlich rein. Uhu! Oh mein Gott, nein, ich bleibe rechts. Huch. Ja, ein Kristall. Juhu. Wir hätten wahrscheinlich da oben weiter gucken sollen. Ja, ich möchte da gerne runter. Kann ich nicht? Wieso kann ich da nicht? Toll, ich komme nie wieder raus. Nein. Also. Ich dachte mir schon, wieso geht das jetzt nicht? Das wäre es jetzt gewesen. Forever locked in auf diesem Felsdings da.
wo sind wir hier jetzt? Das ist eine gute Frage. Wo sind wir hier jetzt? Gucken wir da mal rüber. Ja, Schlammdinger. Na toll. Die Frage war... Alter, lass mich durch, du blöde Schlammding. Waren wir da schon mal? Ja, ich klettere mal nach oben und dann gucken wir uns die Sache mal von etwas weiter oben an. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich schon wieder fast tot bin. Das ist so eine Eigenschaft für mich. Ich glaube, ich bin hier richtig. Aber wie gesagt, ich habe die Hälfte oder fast alles wahrscheinlich verpasst hier. Ja, müssen wir nachher nochmal kurz durchlaufen von Anfang an und alles nochmal überprüfen. Moment, ich werde mich jetzt doch kurz heilen, ist besser. Weil ich habe Angst. Wunderknäuel 6. Ich habe noch 6 dieser lustigen Wunderknäuel. Das ist okay. Juhu. So, und es geht weiter nach oben. Und wir sind am Gipfel an. Oh. Ja, toll. Ich wusste es. Das wird jetzt lustig. Oh. Ich habe ihn getroffen mit einem Schaden. Juhu, ich bin... Wow, 5 Schaden. Ich bin stolz auf mich. Vogel, komm her. Ja. Und immer wenn der schießt, das ist nicht so vom Vorteil. Ich sollte da vielleicht ausweichen. Aber ich hätte eh mein Abwehrschild. Hilft sogar. Cool. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Aber naja. Man wird... Ja, man wird manchmal von besseren Dingen belehrt. Klarerweise. Kommst du runter auch mal, Vogel? Sieht nicht so aus. Achso, doch. Wow. Nein! Nicht runter! Nicht runter stürmen lassen! Ja, ich habe ihn getroffen. Schön. Führt er mich 3-mal getroffen, aber ich habe mehr Leben als er. Hahaha. Ich habe noch Heilkräuter. Eigentlich müsste ich den ja da oben auch treffen können. Ja. Eieieiei. Ark, du bist manchmal echt ein sehr schwieriger Fall. Ja, vor allem, wenn du so langsam bist, Ark, bist du noch schwieriger. Wie viel Heil... Okay, ich nehme eine Heilknolle. Weil dann habe ich noch eine. Die muss ich behalten. Als Andenken an mein Abenteuer. Und schon? Nee, den treffe ich da oben nicht. Ich muss da wirklich warten, bis er nach unten saust. Und ich muss mir angewöhnen, das blöde Schutzschild zu nehmen. Wo bist du? Hier? Nö, ich treffe den da einfach nicht. Moment, ich bleibe jetzt mal etwas weiter herunten. Jetzt, da kann ich ihn aber definitiv... Nein! Okay. Also das war jetzt blöd, was ich jetzt gerade gemacht habe, weil jetzt ist wahrscheinlich seine Energie genauso zurückgesetzt. Ich muss hier unten sein. Ja, dann kann ich ihn nämlich auch treffen. Was macht er jetzt? Nein! Boah, das war knapp. Jetzt wäre ich beinahe runtergesaust. Ja, mit dem Schnelllaufen, das ist so eine Sache. Lieber Ark, da musst du aufpassen. Nein? Ach, ich bin schon wieder fast tot, natürlich. Komm, nehmen wir... Ich habe nur 5 Wunderknollen. Ich hätte mir vielleicht ein paar Zauber behalten sollen. Wäre wahrscheinlich vom Vorteil gewesen, aber naja. Ist eh öfter so. Nur langsam und behutsam. Wo kommt er? Huh. Ja, toll. Na? Hui. Also da hätte ich ihn jetzt schon treffen müssen. Ja, da hätte ich ihn auch treffen müssen. Nee, der ist zu weit weg. Das hilft alles jetzt. Da muss ich einen Ring nehmen. Boah, das geht dann alles so schnell. Zum Ring! Wow! Oh mein Gott! Ja, das müsste ihm jetzt eigentlich doch guten Schaden erteilen, hoffe ich zumindest. Flamme das Entfernen. Wow, 10. Ich bin begeistert. Ja, epischer Schaden hoch 10. 10 Schadenspunkte, das ist ungefähr so, als wie wenn mich einmal so ein blödes Projektil trifft. Jetzt komm, du darfst dich ruhig weiter runter trauen. Ah, jetzt macht er wieder seinen Stürmi. Seinen Stormy-Angriff. Der Vogel ruft Verstärkung. Ach, schön. Nein, 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 nein.
Oh nein! Was heißt hier, oh nein? Ja, habe ich auch gesagt. Ich meine, ja, schon. Schade. Finde ich auch nicht toll. Das stimmt schon. So. Genau. Oh nein. Oh nein, ein Kothaufen. Moment. Boah, ich muss da... Also das... Jetzt wird es wirklich etwas... Wieso sagt er immer, oh nein? Ich meine, ich finde es auch nicht gut, aber... Tja. Toll. Ich hoffe nur, dass der Vogel bald tot ist. Ja. Und ich nicht immer vom Kackehaufen von dem anderen Vogel getroffen werde. Nein, 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 nein. Oh nein! Und Angriff! Komm, ja, er ist... Ach, Gott sei Dank. Level 11 erreicht. KP steigt um 9. Stärke steigt um 2. Und Abwehr steigt um 1. GL, was es auch immer ist, steigt auch um 1. Gott sei Dank, Herr Vogel ist tot. Infernalos besiegt. Arg. Lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Vögel sollen ihre natürliche Lebensform wiedererlangen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Ein Ei. Es scheint aufzubrechen. Und ein Vogel, der ein nicht gut ausgeschnittenes Bitmap, fliegt wieder über den Himmel. Ach schön. Ja, und wie es aussieht, wird nun die neu begrünte Welt endlich wieder von Vögeln belebt und bevölkert. Und die Vögel tragen die Samen der Pflanzen noch viel weiter. Oh, jetzt ist voll viel Wasser im Sanktum. Ach, wie süß. Willkommen in unserem Paradies. Deine Anwesenheit ehrt uns. Wenn ich nur meine Flügel ausbreiten und wegfliegen könnte. Doch aus Orkania weht noch kein Lüftchen. Ach ja. Ja, ich würde eigentlich auch ganz gerne die Flügel ausbreiten und wegfliegen, aber ich kann das auch nicht, liebe Vögel. Was bist denn du? Du bist ein Hahn. Bisher war es der Wind, der uns den Zeitpunkt zum Aufbruch wies. Auch in diesem Jahr blieb der Wind aus. Gubbel, gubbel. Okay. Naja, wenn der Wind ausblieb, dann könnt ihr natürlich nicht fliegen. Aber wie groß das hier auch wieder ist. Und das ist eigentlich Wasser. Ich kann doch schwimmen. Wieso kann ich hier jetzt auf einmal wieder nicht mehr schwimmen? Wenn ich nur meine Flügel aus... So, die sagen... Ja, die sagen alle dasselbe. Ah, ich kann, ah, das ist interessant. Ich kann hier hochklettern. Ja, komm, dann klettern wir doch gleich mal hier hoch. Dom, dom, kletter, 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 kletter. Da bin ich jetzt gespannt, wo ich da hinkomme. Wahrscheinlich gar nichts. Doch. King Nest. Wir Königsvögel bewohnen Nest in luftigen Höhen. Im höchsten Nest wohnt Dumbar, unser König. Ja, das ist schön. Ich würde aber ganz gerne eigentlich nur speichern. Ach, was ist das? Eine kleine Eule, oder was? Oh, ich habe Hunger, großen Hunger. Aber ich warte auf meine Mama, ich bin ja brav. Ach, und das sieht süß aus. Oh, gucke mal. Gucke mal, wie süß das Ding ist. Oh, ich bleibe allein zu Hause, das kann ich schon. Ach, süß, die kleinen Küken. Hier sind auch noch welche. Huch. Ich bleibe allein zu Hause, das kann ich schon, ja, das wissen wir schon. Wie Nomaden reisen wir durch die Welt, geleitet nur vom Wind. Doch nun scheint der Wind uns nicht mehr hold zu sein. Es ist furchtbar. Was bist du? Ich kann dir bestimmt helfen. Ja, wir können hier wieder tolle... Was ist das? Ein Vogel muss federn lassen. Abwehr plus 12. Ja, da gucken wir dann später, ob wir das nicht vielleicht in diesem einen Level noch finden, falls wir da nochmal hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Aber Moment, jetzt kaufen wir erstmal wieder hier 8 Hacken. Wir haben eine, also kommen wir kaufen 7. Gut. Und Wunderknollen kaufen wir auch wieder. Wir haben 7, also... Können wir, nee, wir haben 3. Ja, dann kaufen wir 5. Gut, und wir speichern. Wunderbar. Ja, und dann hier nach diesem Speichern würde ich sagen, wir sehen uns nach einem kleinen Schnitt wieder, weil ich muss kurz ja, schneiden, rendern, etc. etc. Also bis gleich, Leute. Tschüss.
Ja, und so schnell sind wir auch schon wieder zurück hier bei Terranigma. Wir sind immer noch am King's Nest. Und der kann mir, genau, der kann mir wieder ganz tolle Sachen verkaufen. Moment, jetzt gucken wir da mal kurz rein. Was hat denn der so Schönes? Nämlich das da, was ist das? Abwehr 12, ein Vogel musste federn lassen. Oh, ja gut, können wir uns eh nicht kaufen, weil wir haben irgendwie nicht wirklich viel Geld. So, jetzt gucken wir aber mal hier hoch. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir werden zwar dennoch zurückgehen in das alte Level, wer sich erinnern kann, weil wir haben da sicherlich ein paar Sachen... Wow! Huch! Ich bin der König des Königsvögel. Man nennt mich Dumba. Hab Dank, du hast den Bann gebrochen und uns unsere Körper wiedergegeben. Doch noch ist nicht alles wieder beim Alten. Nicht weit von hier liegt Orkania, die Windgrotte. Der Wind aus Orkania geleitet uns in neue Länder. Doch dieses Jahr blieb der Wind aus. Wir machen uns Sorgen. Weint er? Hallo, was machst du? Huch! Sprichst du noch was? Wo liegt Orkania? Das solltest du eine Möwe dort unten fragen. Ich würde dich hinbringen, aber ich kann nicht mehr fliegen. Gleich da runter. Juhu! Und wir springen ganz weit runter und wir brechen uns nichts. Nein. Fragen wir doch mal die Möwen. Du bist nach Orkania? Kein Problem. Ich fliege dich ganz. Ich fliege dich hin. Das geht ganz schnell. Wie wär's? Ja, gut, Nee. Jetzt nicht. Vielleicht später. Alles klar. Weil, wie gesagt, wir werden ganz. Wie jetzt? Ich kann da nicht runter. Ich kann da echt. Achso. Ja? Spring? Nö. Okay, er will nicht runter. Oder sollen wir gleich nach Orkania? Kann ich hier runter? Ja, hier kann ich runter. Okay. Ah ja. Klapp, 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 klapp. Weil, wie gesagt, wir wollen jetzt ganz kurz nochmal in das eine Level zurück und. War das hier? Ja, Kreekliff, genau. Weil wir haben hier sicher ganz viele tolle Sachen vergessen. Und ich sehe gerade, ich bin KP-mäßig nicht mal ganz voll. Das ist natürlich sehr klug. Das ist nur die Frage, Moment, kann ich das auf der Karte einsehen? Jetzt muss ich mir mal die Karte ansehen. Die Karte ist ja leider, muss ich ja sagen, etwas unübersichtlich gestaltet. Magische Karte, weil ich echt nicht verstehe, was hat das hier? Was bedeutet ein Haken? 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 Was bedeuten die Haken auf der Karte? Das bedeutet wahrscheinlich alles gefunden im Raum, oder? Kann das sein? Hm. Interessant, interessant. Da haben wir eh überall einen Haken. Bis auf ganz oben. Ne, da ist noch ein Fleckchen, ja. Ja, also die magische Karte, die verstehe ich genau. Huch, also Gott sei Dank kein Zauberring verfügbar. Ich wollte schon wieder einen Zauber... Wow, Golem. Nein, ich muss aufpassen, weil es wäre jetzt suboptimal, wenn ich jetzt hier zwar versuche, Sachen zu sammeln, aber dann sterbe. Das wäre natürlich nicht ganz ideal, ne? Von dem her gehen wir etwas vorsichtiger vor. Golem! Stirb! Genau, wir gehen etwas vorsichtiger vor und ich laufe richtig in den Golem rein. Muss ich mal gucken, da drüben. Ist jetzt, wenn ich jetzt hier... Nee, hier haben wir ja vorhin... Was kann ich da machen? Nix, okay. Ja, die magische Karte ist leider umsonst etwas. Oh. Gut, aber da oben ist nichts Besonderes. Nein? Naja. So. Zack, 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 zack. Und hoch da. So, und jetzt... Die Kiste ist offen, aber jetzt gucken wir nochmal ganz kurz in die magische Karte. Ob jetzt da ganz oben auch ein Haken ist. Ja, da ist auch ein Haken. Aber was bedeutet dieser Haken jetzt bitte? Da ist noch, da fehlt noch ein Haken, ne? Aber ich glaube, das zeigt mir gar nicht die Position von wo ich gerade bin, sondern das zeigt mir einfach irgendwas. Also hier nur der Raum, mehr oder weniger. Also hier raus sollte man... Nö. Also kann man ja nur rein. Boah, diese Karte... Nee, also die Karte, die verstehe ich nicht. So, wir schieben den Stein ein bisschen. Wir schieben den Stein auch ein bisschen, versuchen es zumindest. Nein, der Felsbrocken erwacht. Oh mein Gott, es ist ein Golem.
Zum Glück haben wir ja schon echt so viel Kraft, wo wir die auch immer. Wo haben wir so viel Kraft erhalten? Ach Gott, diese blöden Viecher. Huch! Genau. Das meine ich. Hallo? Mensch, nerviges Viechzeug. So, da ist jetzt die Frage. Also das haben wir ja, wie es aussieht, schon geholt. Das Wichtige ist ja auch, ich muss ja auch Geld sammeln, weil wir wollen ja natürlich wieder Heilknollen und so Zeugs kaufen. Jetzt gucke ich trotzdem sicherheitshalber. Moment. Okay, da kann ich nicht hoch. Was das da noch immer bringt, ich habe keine Ahnung. Stimmt, da war mal herin, diese Kiste, die haben wir schon geholt. Ja doch, ne? Ist okay. Wieso tue ich mir das eigentlich an, dass ich dieses Level nochmal mache? Gute Frage. Nächste Frage. Ja, ein bisschen leveln ist es auch.